Hallo, mein Name ist Philipp Ruhland. Ich bin Psychotherapeut, Paartherapeut und Traumatherapeut aus Saarbrücken. Und heute mache ich ein Video zum Thema Selbstverletzung bei Borderline-Patienten. Selbstverletzung ist ein ganz großes Thema, vor allem in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, aber auch in der Erwachsenenpsychiatrie. Es betrifft nicht nur Borderline-Patienten, aber alles, was ich in dem Video sage, ist für alle Formen von Selbstverletzung anwendbar, also sowohl Borderline-Patienten als auch Patienten, die unter komplexen posttraumatischen Belastungsstörungen leiden, finden sich hier wieder. Es ist oft ein Phänomen, was die Umstehenden erschreckt, aber wenn man es mal verstanden hat, ist es gut zu behandeln und gerade auch bei meinen Borderline-Patienten und Traumapatienten ist es was, was mit der Zeit oft vollständig verschwindet. Wie definiert man nun selbstverletzendes Verhalten? Also selbstverletzendes Verhalten ist, wie schon gesagt, ein häufiges Phänomen. Man geht davon aus, dass ein Viertel bis die Hälfte aller KJP-Patienten sich selbst verletzen und in der Erwachsenenpsychiatrie immer noch ein Fünftel der Patienten. Also es ist wirklich was, was häufig vorkommt und eigentlich auch jeder ambulant tätige Chirurg oder Chirurg in der Notaufnahme kennt das Phänomen. Also jeder Chirurg hat schon mal irgendwann bei einem Nachtdienst einen Borderline-Patient oder einen Traumapatient behandelt, der sich selbst verletzt hat. Wie definiert man nun selbstverletzendes Verhalten? Die klassische psychologisch, psychotherapeutisch, psychiatrische Definition für selbstverletzendes Verhalten ist jede Verletzung der körperlichen Integrität, ein bisschen dicke Definition, in nicht-suizidaler Absicht mit nicht sozial gebilligten Mitteln. Also jede Verletzung der körperlichen Integrität durch in nicht suizidaler Absicht mit nicht sozial gebilligten Mitteln. Ich werde auch gleich erklären, was mit den nicht sozial gebilligten Mitteln gemeint ist. Also die häufigste Form, sich selbst zu verletzen, ist das Schneiden mit Cutter, Rasierklinge, Glasscherben, Nagelschere, alles Mögliche. Schneiden, Kneifen, junge Männer schlagen gern so lange in die Wand, bis die Fingerknochen gebrochen sind, gefolgt von Quetschen, Verätzen, Wunden wieder aufkratzen. Das alles sind nicht sozial gebilligte Formen der Selbstverletzung. Sozial gebilligte Formen der Selbstverletzung wären, das ist hiermit gemeint, Tätowierungen, Piercings oder Schönheits-OPs zum Beispiel. Wenn ich jetzt Patienten mit einer Borderline-Störung behandle, die plötzlich sagen, ich hatte so einen Wutausbruch, ich bin wieder zu meinem Tätowierer gerannt und haben mir direkt nach dem Wutausbruch ein Tattoo stechen lassen, um runterzukommen, ist das Tätowieren zwar im klassischen Sinne keine Selbstverletzung, hat aber auch den Charakter einer Selbstverletzung. Deshalb muss man immer auch ein bisschen gucken nach der Motivationslage, warum jemand was macht. Also eine Selbstverletzung besteht immer aus einer Handlung und der Motivation hintendran. Genauso ist es, wenn sich zum Beispiel jemand die Handgelenke mit einer Rasierklinge bearbeitet, ist immer die Frage, welche Motivation steht hintendran. War es in suizidaler Absicht? Ist es ein Suizidversuch? Und der ist ganz anders zu behandeln als eine Selbstverletzung. Also es ist immer grundsätzlich zu klären, welche Motivation steckt hinter der Selbstverletzung, weil man dann auch schon Rückschlüsse aufs therapeutische Vorgehen ziehen kann. Die meisten Orte für Selbstverletzungen sind Oberarme, Handflächen, Bauchdecke, Innenschenkel, leider auch Genitalien, kommt auch öfters vor. Und auch hier wird es interessant, weil jetzt kommen wir zum ersten Punkt, warum Selbstverletzungen. Man kann aus der Symbolik der Selbstverletzungen viel schließen. Und der erste Punkt, warum Leute sich oft selbst verletzen, ist aus Selbsthass oder Selbstekel. Also aus meiner Praxis würde ich sagen, dass 90% aller traumatisierten Menschen, die sexuell oder physisch traumatisiert worden sind, irgendwann dazu neigen, sich mit Gegenständen selbst zu verletzen. Und das ist immer die Tragödie hintendran. Ihnen wird Leid von außen zugefügt und sie lassen das Leid in ihrem Leben und richten das Leid immer wieder gegen sich. Und das Wenn eine Selbstverletzung aus Selbstekel, Selbsthass passiert, kann man oft
durch die Selbstverletzungshandlung darauf schließen, was denn wirklich die Ursache dieses Verhaltens ist und woher das kommt. Ich will das mal an folgendem Beispiel illustrieren. Ich habe vor kurzem einen jungen Fitnesstrainer um die 30 aufgenommen, der wirklich eine perfekte Figur gehabt hat, 8-Pack austrainiert und der mir aber irgendwann gestanden hat, dass er sich am Bauch selbst verletzt und immer wieder in den Bauch schneidet. Und wie kam es zu diesen Selbstverletzungen? Der war früher ganz dick gewesen, der hat in der Schule Mobbing erlitten, ist immer wieder beschämt worden, ist von Klassenkameraden in den Bauch getreten worden. Die haben geschrien, du fettes Stück Scheiße, du Fettsack. Und irgendwann hat er sich daraus entwickelt, hat angefangen zu trainieren, aber die ganze Beschämung und Kränkung hat noch in ihm drin gesteckt und deshalb hat er heute, obwohl er wirklich also einen objektiv ansehnlichen Bauch hatte, immer noch so einen Hass, dass er sich manchmal auf der Bauchdecke mit Rasierklingen selber verletzte, was zum Teil auch sichtbar war und was ihn auch deshalb in Therapie bewegt hat. Ein anderes, viel eindrücklicheres Beispiel war auch ein junger Mann, den ich aufgenommen habe, der sich immer an beiden Händen verletzt hat. Der hat sich geschnitten, hat sich oft auch die Hände in der Tür eingequetscht, also seine Hände haben zum Teil waren mit Schnittverletzungen übersät, waren gequetscht, blau, hat sich auch schon mal eine Fingersehne abgeschnitten. Also es war wirklich wie ein Sog und wie ein Zwang, hat er immer wieder seine Hände malträtiert und andere Körperteile nicht. Und dann haben wir ganz lang an diesen Selbstverletzungen gearbeitet, haben auch mit Bodenankeraufstellungen dran gearbeitet und haben dann irgendwann rausgefunden, dass er, was ich schon so angedeutet hatte, zwei pädophile Großeltern hatten, die ihn immer wieder mit den Händen genötigt hatten, sexuelle Handlungen an ihnen vorzunehmen. Und irgendwann hat er als auslösende Ereignung den Missbrauch an ihm verdrängt gehabt und hat aber in der Symbolik der Selbstverletzungshandlung, indem er seine Hände verachtet hat, mit denen er diese Taten vollführen musste, immer wieder malträtiert. Eine andere junge Frau wurde mir von einer Arztkollegin überwiesen, die hat immer wieder sich in die Vagina nicht geeignetes Desinfektionsmittel gekippt, also das nicht für Schleimhaut geeignet war und sich so selber die Vagina verätzt. Und irgendwann hat die auch, das wusste sie bei Therapiebeginn auch nicht mehr, einen Missbrauch durch einen Bekannten der Eltern während des Konfirmationsunterrichts erinnert. Also man kann schon sagen, dass wenn man manchmal selbstverletzendes Verhalten hat, dass das so ein Symbol ist für das, was hinten dran liegt und vor allen Dingen, wenn es aus Selbsthass und Selbstekel passiert, kann man genau Rückschlüsse darauf ziehen, wo die Reise hingeht und kann hierüber schon das erlittene Trauma suchen. Also es ist immer auch eine Möglichkeit, darüber was rauszufinden, was tatsächlich passiert ist. Der nächste Grund für Selbstverletzung ist das Mittel der Gefühlsregulation. Also wenn man ganz oft leiden Traumapatienten, Borderline-Patienten und junge Erwachsene unter tiefen Gefühlen von Traurigkeit, über tiefen Gefühlen von Alleinsein und Verzweiflung, um diese Gefühle zu stoppen, wird auch ganz oft geschnitten. Also ich war ein Fallbeispiel von einer jungen Frau, die lebte allein mit ihrer Mutter, war massiv parentifiziert. Die Mutter war wahlweise depressiv und wenn sie nicht depressiv war, hat sie meine Patientin permanent abgewertet, war permanent unangenehm und ekelhaft zu ihr, obwohl die junge Frau wirklich vieles für sie gemacht hat. Über den emotionalen Missbrauch von der Mutter ist die dann auch noch, hat die Kummerfressen betrieben, ist immer kräftiger geworden, am Schulhof gehänselt worden. Und irgendwann war es für die junge Frau zu viel. Wenn die Mutter sie dann noch weiter erniedrigt hat, hat sie sich irgendwann ins stille Kämmerlein zurückgezogen und ihren Kummer einfach dadurch gestoppt, indem sie wie in einem Ritual sich die Arme aufgeschnitten hat. Also auch mal Triggerwarnung, das hier sind keine Anleitungen, um jetzt direkt damit loszulegen. Es ist viel mehr erklärend. Also kommt jetzt nicht auf die Idee, ein gutes Mittel gefunden haben zu Hause, um das nachzumachen. Es soll mehr erklären, warum man es nicht mehr macht. Ein anderes Gefühl ist zum Beispiel der Spannungsabbau, ist auch ein Mittel der Gefühlsreduktion hinter selbstverletzendem Verhalten. Ich denke da an einen jungen Mann, der sich einer Jugendgang angeschlossen hat und hat auch Kampfsport betrieben und wollte in der Jugendgang, die sehr gewalttätig unterwegs war, bestehen und hat aber eigentlich tief in sich drin einen ganz schlimmen Horror vor Gewalt. Und er hat dann immer in so Schlägerei-Fantasien gelebt und immer wieder sich in so Kampfszenarien reingesteigert, weil er eine ungeheure Angst eigentlich hatte, aber er wollte sich auch nicht, weil er jung war,
vor seinen Altersgenossen und den anderen jungen Männern in der Crew blamieren. Und deshalb hat er daheim immer Schattenboxen gemacht. Und um seine Angst in den Griff zu halten, hat er beim Schattenboxen in die Wand geschlagen und sich die Handkuppen aufgeschlagen. Und das war immer furchtbar. Dem seine Hände waren zum Teil gebrochen und blutverschmiert. Er konnte dann irgendwann auch keine Boxkämpfe mehr machen, weil er sich eine Hand kaputt geschlagen hat. Und das hat er vorwiegend gemacht, um diese Angstspannung, die er in sich getragen hat, vor physischen Auseinandersetzungen zu kontrollieren, weil eigentlich insgeheim hatte der gar keinen Bock aus Gewalt, aber die Verlockung einer Gruppe zuzugehören war größer, sodass er diese Angst so reguliert hat. Ein ganz großer weiterer Punkt im selbstverletzenden Verhalten ist selbstverletzendes Verhalten als Dissoziationsstopp. Was sind Dissoziationsphänomene? Sind Phänomene, die dazu dienen, Gefühle, Kognitionen, Körperteile abzuspalten, schlimme Erlebnisse abzuspalten, damit man weiterleben kann. Also wenn jemand missbraucht, geschlagen wird, erlebt er eine Desomatisation, das heißt, er spaltet seinen Körper ab oder er geht ganz aus seinem Körper raus. Eine Depersonalisation würde man nennen oder die Realität wird ihm fremd, das nennt man Derealisation. Ich mache aber nur mein eigenes Video zu Dissoziationsphänomenen, aber nur hier mal eine kleine Einführung. Und oft hängen die Leute dann, obwohl das Trauma oder das negative Event ganz lang schon weg ist, in solchen Phänomenen drin. Die spüren ihren Körper nicht, die gehen aus ihrem Körper raus oder sind nicht richtig in der Realität und das ist ein unangenehmes Gefühl. Und dort setzen die Selbstverletzungen ein, um zu überprüfen, ob sie noch leben. Ich hatte einmal einen jungen Mann in Therapie, der kam aus Frankreich, wurde mir aus einer Psychiatrie zugewiesen und der hat sich immer der Länge nach den Arm an den Sehnen aufgeschnitten und sich die Haut umgeklappt und sich seine Muskeln angeguckt, um zu sehen, ob er noch lebt. Und das war, weil er einen Missbrauch durch die Mutter erlitten hat und er war darüber so traumatisiert, dass er immer wieder überprüfen wollte, weil das nicht in sein Hirn reingegangen ist, dieser extremste Vertrauensbruch und die sexuelle Gewalt. Das war für ihn, als wäre er seelisch tot und indem er sich ab und zu so verletzt hat und sein Blut und seine Eingeweide gesehen hat, hat er wieder gespürt, dass er lebt. Zugegeben ein sehr krasses Beispiel, aber das illustriert wirklich, dass auch selbstverletzendes Verhalten als Dissoziationsstopp funktioniert. Der letzte Punkt ist ein bisschen to handle with care, was man ganz oft bei Psychiatern oder nicht gut meinenden Psychotherapeuten oder Sozialarbeitern hört, dass die Kinder oder Jugendliche schneiden, um Aufmerksamkeit zu erregen. Das kann sein. Es gibt auch ein selbstverletzendes Verhalten, das ostentativ ist, wo junge Menschen zeigen, dass sie sich selbst verletzen und es mehr so ein Gruppeneffekt ist. Aber auch das ist klinisch beachtlich, wenn nämlich ein junger Mensch sich so verletzt, um Aufmerksamkeit zu erregen, dann ist natürlich auch schon die Not groß. Also man sollte nie sagen, das salopp abtun, der schneidet ja nur, um sich wichtig zu machen oder andere zu manipulieren. Wenn jemand sowas macht, ist immer Leid hinten dran und auch diese Form sollte man genauso ernst nehmen wie alle anderen Formen der Selbstverletzung und sie nicht als irgendwelches kindische Gehabe abtun, weil jeder, der sowas zeigt, ist in Not. Diese 3-4 Varianten, also Selbstverletzung aus Selbstekel, Selbsthass zur Gefühlsregulation, Dissoziationsstopp oder um sein Leid zu zeigen, können natürlich auch kombiniert vorliegen. Das ist ganz wichtig, diese Motivationslagen zu kennen, weil in einem der nächsten Videos werde ich auch ein Video machen, wie man mit Selbstverletzung umgeht und die eventuell in den Griff kriegt. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, kommentiert unten drunter, guckt euch die anderen Videos zum Thema Borderline an oder Trauma. Ein paar Videos werden noch in der Endcard angezeigt und gerne bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.